Moin zusammen, Toni hier von Game of Lures. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zurück zu diesem neuen Video. Wir reden heute über die UA-Box aus dem Oktober, die 2.0-Variante. Und die letzte hat mich ja schon ziemlich abgeholt. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass diese Box mich diesen Monat wieder sehr, sehr, sehr begeistern wird. Mich hat die UA-Box tatsächlich noch nie enttäuscht. Und ja, daher gehe ich da mit voller Vorfreude rein. Wer jetzt wissen möchte, was drin ist, bleibt kurz dran. Nach dem Intro geht's weiter. So, dann schneiden wir die mal mit einem fancy Küchenmesser auf. Hab leider nichts Cooleres. Und dann rein in die Box. Hier fliegen schon wieder ein paar Flips rum. Und hier haben wir einen Lolli, den alten mal wieder. Haben sie bestimmt noch irgendwo gefunden. Hoffe, der ist noch nicht abgelaufen. Aber ist ja nur Zucker, also kann das ja nicht schlecht werden. Sieht aber extrem, wirklich extrem geil aus, muss ich sagen. Wir starten zuerst natürlich mit Terminal Tackle und da haben wir von Major Fish ein paar Snaps. Ja, ganz coole Snaps sogar, finde ich. Ich zeige euch mal einen beispielhaft. Ich hoffe, man sieht es jetzt genau. Da ist er einmal. Läuft vorne so ein bisschen spitz zu. Ist immer ganz gut geeignet, wenn man zum Beispiel kleine Hardbaits fischt oder irgendwelche Köder, die vorne im Snap gar nicht so viel Bewegung brauchen. Und zum Beispiel Chiburashka, Rigs und solche Geschichten. Sehr coole Snaps. Dann noch ein bisschen Terminal Tackle von Major Fish. Ein Connector Jig Kopf 5 Gramm in der Größe 1,0. Einmal hier von vorne. Und da seht ihr nochmal von hinten, das ist wieder so ein, ich sag mal, Darting Jig, der so ein bisschen, wenn er angejiggt und angerupft wird, so ein bisschen ausbrechen kann. Und ist sicherlich gedacht für die Lucky John Hoggy Shrimps. Farbe Chartreuse Red, 3 Inch, 10 Stück sind drin und riechen nach Crayfish. Da einmal die Hoggy Shrimps. Ich hole mal einen raus für euch. Mit meinem Schnupfen rieche ich eh nicht allzu viel. Also von daher wird es schon gehen. Da sieht man ihn einmal, den kleinen Kollegen, sehr geiler Creature Bait. Der sieht auf jeden Fall super interessant aus und dürfte sicherlich für Barsche und auch größere Forellen extrem interessant sein. Jetzt steht hier noch drauf Eatable. Naja, wer es probiert und mir einen Videobeweis schickt, dem schicke ich 10 Euro. Das ist versprochen, also wer einen von diesen Dingern essen möchte, dem schicke ich 10 Euro. So, wenn es Eatable ist. Dann, sehr geil, ein kleiner Chatterbait, der Gunky Boomer oder Gunky, ich nenne es immer Gunky, 5 Gramm, Größe 1,0, Flashing and Vibrating, Sinking natürlich, Lauftiefe knapp unter der Oberfläche bis zu 50 cm. Sehr, sehr cool. Den hole ich mal raus. Und auch eine sehr geile Farbkombination, muss ich ja mal sagen. Ein leicht goldenes Spinnerblatt und ja, so grünlich-weiße Fransen. Mega gut. Auch der Kopf wieder. Ist ja so ein bisschen special. Erinnert so ein bisschen an einen Froschkopf, würde ich sagen, wenn man sich das mal so anschaut. Aber mega geil. Also wirklich ein extrem guter Chatterbait nach dem Neuke. Tiny Kaishin, einer meiner Lieblings-Chatterbaits aktuell. Und da habe ich auf jeden Fall tierisch Bock drauf, den zu testen. So, jetzt kommen zwei Dinger, die ich natürlich wieder mehr als nur liebe. Da haben wir zum einen von Lucky John einen kleinen Crankbait, der Pilot X. 45 mm, 7 Gramm Gewicht, Lauftiefe 0 bis 1,5 Meter, also auch sehr flach. Vielleicht schon ein bisschen schwierig jetzt für die Jahreszeit so oberflächennah, aber die Jahreszeit, die ändert sich ja irgendwann auch wieder und dann einmal raus mit dem, oh ja, der sieht richtig schön aus. Ja, wenn überhaupt nur minimal rasselnd und ein schöner oranger Streifen und schönes Ding, gefällt mir richtig gut. Schöne Details. Sehr, sehr schöner Köder. Welcher der Köder oder
ja doch, welcher der Köder jetzt hier der exklusive ist. Markiere ich wieder unten in der Videobeschreibung. Und dann haben wir noch einen von Rapala. Den Counter. CD3. Lauftiefe 0,6 bis 0,9 Meter. 3 cm ist der groß und hat ein Gewicht von 4 Gramm. Auch wieder so flachlaufend. Einmal hier in der Verpackung. Ich operiere den hier gleich mal raus. Das ist ja immer so ein kleiner Akt. Lemmy filetiert das immer von Fischverliebt. Ich reiß sie auseinander. Schönes, natürliches Design. Richtig geil. Also ich glaube, der nächstes Jahr, das schreit nach Forellen und Barschen auf jeden Fall. Richtig schön. Richtig, richtig cool. Auch die Tauchschaufel ist schön gewölbt auch noch hier vorne. Sieht man jetzt vielleicht ein bisschen hier im Video. Das hat auf jeden Fall was. Damit habt ihr mich wieder vollkommen überzeugt, liebes MFB-Team. Und ja, da muss ich echt sagen, mega gut. So, dann auch hier wieder ein bisschen Werbung für die Angelwelt in Berlin. 12. bis 14. November. Man trifft eigentlich so alles, was Rang und Namen hat. Auch die drei hier von der Tankstelle. Spaß beiseite. Ja, sieht man gerade schön im YPC die Jungs. Mega geil. Also ich habe da richtig Bock drauf, auf die Angelwelt zu fahren. Und von daher, ich denke, an dem einen oder anderen Tag werde ich auf jeden Fall mal über die Messe schlendern. Alle werde ich nicht schaffen. Die Frau kommt mit und ja, kann ich ja, wenn wir in Berlin sind, nicht nur auf die Angelwelt gehen. Aber ein oder zwei Tage schaffe ich da bestimmt. So, dann auch hier wieder der neue oder ein neuer MFB-Aufkleber. Dann auch wieder hier der Brief mit dem Merch-Code. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das T-Shirt hat eine sehr gute Qualität. Die haben ja das Sortiment ein bisschen erweitert. Es gibt jetzt auch Pullis mit diesem Barsch-Design. Und wenn die ähnliche Qualität haben, dann sind die auf jeden Fall extrem gut. Dann Lurjunks gibt es dieses Mal zu gewinnen. Den Finisher auf Instagram. Dann das MFB natürlich auch auf der Angelwelt sein wird. Und hier hinten nochmal Werbung für die MFB Adventskalender. Da habe ich in dem Raubfischbox-Video ja einen Code von Lemmy gedroppt. Da könnt ihr 10% sparen im MFB-Shop. Also von daher, wer immer noch unentschlossen ist, ob er sich jetzt einen Kalender kaufen soll, mit 10% gespart. Lohnt sich das sicherlich. Gut, das war die UL-Box für Oktober 2021. Ich muss mal sagen, also eine der stärksten UL-Boxen dieses Jahr, würde ich jetzt fast sagen. Mit diesen beiden Hardbaits von Rapala und von Lucky John. Der Gunky Boomer in einer vernünftigen Größe. Und auch ein paar schöne Trailer bzw. ein paar schöne Creature Baits zum Jiggen oder sonst was machen. Bisschen Terminal Tackle war mit dabei. Keine Wünsche offen. Wirklich, so darf es weitergehen. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Das wird die Pro-Box und dann verabschiede ich mich erstmal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, euer Toni.